Hey Leute, seid ihr bereit für die neueste Folge von Die Woll News? In dieser Folge steht etwas ganz Besonderes an. Die Taufe der vier jüngsten Mitglieder der Großfamilie. Doch halt, es läuft nicht alles nach Plan für die Mütter Lavinia, 24, Loredana, 20 und Sarafina Wolny, 29. Vor der Kirche angekommen, stehen sie plötzlich vor verschlossenen Türen. Ups, hat sich da jemand bei der Uhrzeit vertan? Silvia, 59, nimmt es mit Humor und erzählt von ihren eigenen Erfahrungen mit 11 Kindern. Und dann kommt das Familienoberhaupt höchstpersönlich ins Spiel. Silvia überrascht die stolzen Eltern mit einer selbstgemachten Torte. Doch anstatt der echten Namen stehen die Spitznamen Motte, Junior, Glubschi und Schnecke darauf. Sarafina und Lavinia sind nicht so begeistert, aber Papa Tim Katzenbauer, 25, findet es mal was anderes. Aber Moment mal, wo sind eigentlich die Taufkerzen von Heli, 2 und Linus? Lavinia hat sie im Trubel vergessen, aber zum Glück eilt Schwager Peter Wolny, 31, zur Rettung. Und wäre die ganze Feier beinahe von einer traurigen Nachricht überschattet worden? Lavinia hatte kurz zuvor die Hochzeit mit Tim abgeblasen, doch nach einem klärenden Gespräch können sie die Taufe ihrer Kinder doch noch gemeinsam genießen. Das und noch viel mehr in der neuesten Folge von Die Woll News. Lasst euch das nicht entgehen.